Nach dem Anschlag von Straßburg wollen die Menschen in der elsässischen Stadt nicht einfach so zur Tagesordnung zurückkehren. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist die Anzahl der Toten auf 3 gestiegen. Mindestens 12 weitere Personen erlitten Verletzungen. Es ist wichtig, eine Zeit der Trauer zu haben und sich der Opfer zu erinnern, sagt diese Studentin. So etwas darf nie unbeachtet bleiben und als Nebensächlichkeit abgehandelt werden, sagt sie. Die Polizei fahndet nach dem 29-jährigen Sherif Shekat, der als mutmaßlicher Täter gilt. Der gebürtige Straßburger marokkanischer Abstammung ist unauffindbar. Auch sein Bruder wird gesucht. Shekat ist Polizei bekannt. Wegen Delikten in Frankreich, Deutschland und der Schweiz wurde er 27 Mal verurteilt, das erste Mal mit 13 Jahren. Wegen mehrerer Einbrüche saß er in Deutschland eine Haftstrafe ab. Im Februar 2017 wurde er nach Frankreich abgeschoben. Die französischen Behörden verhängten nach dem Anschlag in der Straßburger Innenstadt die höchste Sicherheitsstufe. Der mutmaßliche Täter wurde offenbar kurz nach den Schüssen nahe dem Weihnachtsmarkt von Soldaten gestellt, die das Feuer auf ihn eröffneten und ihn an der Hand verletzten. Der Attentäter soll dann in einem Taxi geflohen sein. Im Stadtteil Neudorf verläuft sich seine Spur.